So, Grüßing, Freunde vom Radl Wadl und der gepflegten Autounterhaltung. Heute bin ich wieder unterwegs, diesmal zu Fuß, mit Hike und Schneeschuh habe ich mit. Denn heute geht es auf einen Berg auf eine Skitour, ohne Ski, aber mit den Schneeschuhen. Und zwar geht es heute auf den Spitzstau auf. Der Spitzstau, ja, der ist 1598 Meter ist er hoch. Wir werden da ca. 2 Stunden zum Gehen haben. Schauen wir mal, wie die Schneeverhältnisse sind. Darf nicht allzu schwierig werden. Und ich würde sagen, gehen wir so, packen wir es, dann haben wir es. Manda und Mandarinen. Da geht's auf. Es fängt schon imposant an. Schaut euch einmal den Baum an. Ein Naturdenkmal. Wirklich sehr, sehr imposant, der Baum. Und wir gehen jetzt da rauf. Und dahin geht's. I'm here to take a bullet. Standing by your side, I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, and miles to walk. So, jetzt bin ich bei der Steinalm angekommen, auf 1000, wie viel hat es? 1143 Meter und bin aus der Wolke heraus, seht ihr, wunderbares Winterwunderland da auf der Steinalm. Ja, jetzt sind es noch ca. 400 Höhenmeter rauf zum Spitzstein. Ich werde jetzt mal schauen auf die Schütte, ob es von hinten auf die Nordseite, ob es über den Nordwandsteig rauf geht oder nicht. Das entscheide ich noch, wenn ich drüben bin. Aber bis jetzt eine super Tour und ihr werdet euch wundern, warum heute die Einstellungen vom Radlwadl beim Film ein bisschen anders sind. Ich depp, ich habe halt wieder das Gehäuse vergessen für meine Kamera und ja, jetzt muss ich halt, oder jetzt darf ich im Style vom Adrian von der Alpine Summit filmen und ja, ich hoffe, dass doch ein bisschen was während die Büdeln und gehen wir so, gehen wir weiter auf zum Spitzstein. Yeah.
Jetzt habe ich mir einen Einheimischen gekriegt und der hat mir angeraten, über den Nordwandsteig auf, weil der im Winter zu gefährlich ist anscheinend. Und ich meine, es ist nicht so viel Schnee, aber er hat gesagt, er ist vor zwei Tagen da umgegangen, ist auch nicht auf, weil er zu viel Schnee hinein ist. Ja, macht überhaupt nichts. Gipfel kommt trotzdem, gehen wir einen Normalweg auf, auch gleich, und dann Sommer packen wir mal den Nordwandsteig. Bricht mir auch nichts aus der Krone. Ihr kennt ja meine Einstellung. Ja, bis daher jetzt vom Parkplatz ist circa eine Stunde und ein Viertel sowas. Und die Hälfte ja die Höhenmeter, also circa 300 Höhenmeter. Ja, jetzt habe ich noch eine Stunde und ein Viertel auf bis zum Gipfel, nochmal 300 Höhenmeter. Ah, Ski haben wir schon auf der Welt heute, gell? Wahnsinn. Der Tag heute. Sensationell. Gehen wir. Spitzstein ist nicht der allerhöchste Gipfel in den Chiemgauer Alpen, auch nicht der gefährlichste oder der schwierigste und auch nicht der einsamste, aber er ist eindeutig ein außergewöhnlicher Berg. Trotz der bescheidenen Höhe von, hier gibt es zwei Berechnungen, die deutsche Messung spricht von 1596 Meter Seehöhe und die österreichische Messung von 1598 Meter. Keine Ahnung warum. Entlang des Aufstiegswegs vom Spitzsteinhaus wechselt man mehrmals die Staatsgrenze, wie hier aus der Karte ersichtlich. Ja, da gerade runter, das ist die Staatsgrenze, und rechts ist Deutschland und links ist Tirol oder Österreich. Gell? Ich war ja schon mehrmals auf dem Gipfel des Spitzsteins, Sommer wie Winter, mit Skiern oder zu Fuß eben, und ich hatte noch nie eine solche eine Wahnsinnsaussicht. Ja, und über den Nebelmeer in der Bildmitte links der Zacken, dass der Wendelstein hochriss. Und da hinten am Horizont müsste irgendwo München liegen. Bildmitte im Nebel, das Inntal, und jetzt sieht der Zahme und der wilde Kaiser in die Bildmitte herein. Dann ganz hinten die hohen Tauern, die schneebedecken, und links davon die Lofra und die Leoganger Steinberge direkt über dem Kapellendach. Musik.
So, und jetzt lasse ich euch mit den Bildern noch ein bisschen alleine. Und inzwischen machte ich mich dann auf den Abstieg über das sogenannte Spitzsteinhaus wieder zurück zum Parkplatz am Erlerberg. Ja, wer es unschwer erkennt, dann kennt es, bin ich wieder in die Nebelsuppe eingetaucht beim Spitzsteinhaus vorbei. Und ja, es war wieder wirklich eine Top-Tour heute da rauf, mit etwas anderer Kameraführung, weil ich habe Rucksack getauscht und natürlich die Hälfte vom Filmzeug nicht mit. Jetzt habe ich das aus der Hand filmen müssen. Ja, zur Tour selber. Die genauen Tourdaten bringe ich da ein. Was ich jetzt so im Kopf habe, sind ca. 8 Kilometer oder was. Von Auto auf bis zum, also vom Wanderparkplatz Erlerberg bis zum Gipfel und wieder zurück. Höhenmeter an die 600. Und wenn es nicht viel mehr tat, sind da so ca. 2,5 Stunden im Winter, 2,5-3 Stunden, ja. Dann ist man oben. Verlinke ich die Tour auf Komoot, verlinke euch unten, könnt ihr gerne nachschauen. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, danke zu sagen, dass ihr mit dabei gewesen seid. Vielleicht, wenn es euch gefallen hat, meine Bergtour, meine erste nach der Knie-AB, genau. Das Knie funktioniert super. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren. Und ich bleibt mir jetzt nur mehr aussagen. Für dich, Mann und Mandarinen, bis zur nächsten Tour vom Radlwarl.